Yeah, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich dir einen Freund von mir vorstellen möchte, der, ja, den du auch schon kennengelernt hast. Und ich müsste ihn eigentlich nicht mehr erwähnen, wenn nicht seine Story, die er mir erzählt hat, vorhin so spannend wäre, dass ich gesagt habe, ich muss ihn unbedingt zum Interview kriegen, denn es sind einige Gitarrentipps dabei, die wirklich sehr, sehr in die Tiefe gehen, sehr spannend sind. Viele Teilnehmer im Online-Gitarrenkurs haben dich schon kennengelernt in den Gastlektionen und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du dich da eingesetzt hast, für dieses kostenlose Projekt Gerne. mitzumachen. Das ist nicht selbstverständlich und gerade in der Qualität, die du lieferst, ist es nicht ganz selbstverständlich, dass man das eben kostenlos preisgibt. Dich hat der ganze Erfolg mit deinem Gitarrenkurs ja ziemlich überrumpelt und der Grund, Das warum du stimmt. heute hier bist und wir dieses Interview führen, magst du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Sehr gerne. Ich mache Ja. die Sachen gerne, dass ich auch Leuten helfe, die nicht an diesen Premium-Kursen, die wir beide haben, teilnehmen. Darum war ich auch bereit, natürlich diese Videos beizusteuern. Für mich selber oder den Anstoß hat gegeben, dass ein Freund mich gefragt hat, ob ich ihm Gitarre beibringen kann. Und da war ich auch schon erst etwas, ich war nicht ganz sicher, weil ich hatte einfach noch nie jemand Gitarre beigebracht. Und der Anschluss kam, dass wir waren verabredet, ich wollte ihm was zeigen. Und auf einmal stand ich vor der Tür, wo wir verabredet waren. Er macht die Tür auf, sagt Hallo und drin ist eine Hochzeit von jemandem, den ich nicht kannte. Und sofort hat mich einer umarmt und einer hat mir irgendwie einen Sekt in die Hand gedrückt und so weiter, mich zum Tisch geführt. Und es gab Gitarre dort und mein Freund hat mich ein bisschen bedrängt, dass ich spielen sollte. Ich habe gespielt, jemand hat gesungen, jemand hatte eine Geige und so weiter. Und er wurde immer heißer, er wollte dann unbedingt Gitarre lernen, am besten im Anschluss. Also ich habe versucht, ihm was Unglaublich. zu zeigen. So schnell geht das nicht natürlich, kennst du ja auch Ja, als Lehrer. klar. Und weil wir leider nie die Zeit gefunden haben, richtig das als Unterricht zu machen, habe ich ihm einen Report geschrieben mit den 10 schlimmsten Anfängerfehlern, die er auf jeden Fall vermeiden muss, weil ich habe die alle Super, gemacht. super. Und ich weiß, was man sich falsch antrainieren kann, Haltungsfehler und wie viele Steine man sich in den Weg legen kann. Und das musst du nicht. Okay, super. Diesen Report habe ich dann hochgeladen auf meine Website. Ich hatte so einen Blog, auf dem ich einfach über mein Gitarrespielen geschrieben habe. Und das haben dann irgendwie Leute entdeckt und weitergeschickt an Freunde. Und das wurde dann irgendwie tausende von Malen runtergeladen. Und Wow. es hat mich natürlich, Super. es hat mich überrascht. Und ich habe dann E-Mails bekommen von Leuten, die irgendwie gesagt haben, toll, und ob ich nicht noch irgendwie ihnen was mehr beibringen kann und so weiter. Und dann habe ich 5 Videos waren das gemacht und in YouTube hochgeladen. Und da war es Ist es diese eigentlich. Serie mit diesem Gitarre lernen für Anfänger Teil 1? Genau, Oder geht ja. das bis 1 5 bis 5, runter? genau. Das Super. war auch gar nicht. Ich einfach angefangen zu Hause. Man sieht sogar, ich sitze auf dem Sofa bei mir zu Hause. Mit einer geliehenen Kamera einfach ganz schnell Ich liebe gemacht. solche Stories, ich liebe sie. Zu YouTube hochgeladen und dann, ich weiß nicht genau, aber insgesamt hat mein Kanal jetzt so um die 2 Millionen Views oder so. Es ging relativ schnell, dass es wirklich viele Leute angeschaut haben und es gab Kommentare, auch negative, auch positive und de facto Leute wollten einfach, dass ich mehr mache. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich das machen kann, weil das wurde dann immer mehr Arbeit auf einmal und es musste dann irgendwie besser organisiert werden. Also habe ich eine Seite gemacht. Und ich habe diese Videos, so einen kostenlosen Kurs gemacht, einen E-Mail-Kurs mit Videos. Und dann kam eben immer mehr. Und daraus hat sich dann nach und nach so einen Kurs entwickelt, ein richtiger, intensiver Kurs. Es gibt also inzwischen 2 Teile, es gibt den kostenlosen und es gibt einen intensiven Kurs mit richtiger Betreuung. Und das ist mir persönlich ganz wichtig, weil wenn man ganz am Anfang steht und wenn man vielleicht nicht ganz sicher ist, ob man es überhaupt lernen kann. Und wenn man, weiß nicht, zum Beispiel gerne mit der Familie mal spielen möchte und man hat es aber als Kind nicht gelernt oder man kennt das Gefühl, dass man im Publikum sitzt und denkt, so würde ich auch gerne spielen können, aber das bin ich einfach nicht, dann ist mir ganz wichtig, dass man da Begleitung hat und wenn du da an einen Punkt kommst, an dem du dich weiterkommst, dann sollst du einen Ansprechpartner haben, gerade wenn du ganz am Anfang stehst. Das ist ganz besonders wichtig, weil der hat mir gefehlt und ich habe eben dadurch sehr viel länger gebraucht mit dem Gitarre lernen, als es eigentlich nötig ist. Also so kompliziert, wenn man weiß, worauf man achten muss, ist es ja nicht. Ich werde gerade direkt so ein bisschen neidisch an der Stelle, muss ich sagen, weil ich habe ja diesen Online-Gitarrenkurs, in dem wir gerade sprechen und
Da ist es eben so, aufgrund der großen Teilnehmerzahl bin ich leider nicht in der Lage, dann ein Support-Team hinzusetzen, was die Fragen alle beantworten kann. Und ich wäre super glücklich darüber. Allerdings wäre es dann nicht mehr der berühmte kostenlose Gitarrenkurs von Georg Norberg. Das wäre dann sonst wirklich ein Kurs, der Teilnahmegebühr verlangen müsste. Und das, je nachdem, wie man das aufsetzt, auch relativ hohe Preise hat. Und dann bin ich in der gleichen Schiene drin wie alle anderen. Und du hast eben dieses System entwickelt, dass es zu einem günstigen Preis möglich macht, Support zu bekommen, also einen Gitarrenunterricht zu genießen tatsächlich, einen richtig professionellen Gitarrenunterricht. Ja, okay. Und auch die Leute, die dort helfen in dem Team, das sind alles Gitarristen, die helfen wirklich ganz bei ganz konkreten Fragen zur Gitarre. Nicht nur, also ist ja selbstverständlich, dass man zu technischen Fragen und so weiter Hilfe bekommt, aber die helfen richtig 1:1, schreiben E-Mails und so weiter. Und wenn es nötig ist, gehen die auch mal, wird auch ein neues Video nachgeliefert und so weiter. Wow. Das ist eben ganz, ganz wichtig, weil das kommt eben, diese Möglichkeit hat ja ein Gitarrenlehrer überhaupt nicht, ein Einzelner, dass er auf Tausende von Leute eingehen kann. Und durch dieses System ist es für uns möglich, oder für mich am Anfang und jetzt mein Team inzwischen, was auch sehr, das ist sehr aufwendig. Und darum ist auch diese intensive Betreuung ist wirklich nur für den Premium-Kurs, aber das haben wir wirklich so günstig gemacht, dass es für jeden im Prinzip möglich ist, da teilzunehmen. Super. Ja, brennend interessiert mich dann natürlich, wie die Leute lernen in diesem Kurs, wie das funktioniert. Also der Kurs ist aufgeteilt in Lektionen, die aus jeweils mehreren Videos bestehen und die dann, das sind Videolektionen, die ich gebe, und dann gibt es eben Übungen dazu. Und die sind so aufgebaut, dass alles wirklich ganz Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. Ja, du lernst also als ersten Akkord zum Beispiel E-Moll, weil er nur zwei Finger hat und der einfachste Akkord ist. Und dann lernst du, wie du aus diesem Akkord den nächsten ableitest und so weiter, sodass es im Prinzip, es gibt nie einen Punkt, an dem man nicht genau versteht, wie es funktioniert. Und der Erfolg gibt dem einfach recht. Also wie gesagt, es gibt eben Leute, die sind schon in den 60, über 60 Jahre alt, die kommen damit zurecht. Es gibt Leute, die sind unter 18. Die kommen damit zurecht, die lernen Gitarre mit über 60 Jahren, ohne eigenen Lehrer, sondern mit dem Kurs, oder? Ich habe tausende von E-Mails von Leuten, die wirklich, also wirklich tausende, die mir schreiben, ich hätte nie gedacht, dass ich das noch schaffen kann und so weiter. Das sind Leute bei auch aus der ganzen Welt, hat mich auch überrascht. Ich habe zum Beispiel aus Thailand einen Teilnehmer. Da gibt es jetzt, ich glaube, ein, zwei aus Thailand. Super, es gibt aus den USA welche. Es gibt also deutschsprachige im Ausland. Es gibt aus Deutschland, Österreich, Schweiz gibt es ganz, ganz viele natürlich. Ja. Und aber auch junge Leute, also durch die Bank. Und alle kommen damit zurecht. Und viele laden auch Videos hoch in YouTube. Und witzig ist, oft gibt es Leute, die irgendwie, die kennen den Kurs gar nicht, meckern aber drüber und dann verteidigen die Teilnehmer diesen Kurs in Foren und in YouTube und so, kann man das sehen. Das ist sehr schön. Ja gut, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es Menschen gibt, die dann auch neidisch werden, ne? Die dann sehen, der macht da diese Gitarrenvideos und die sind sehr, sehr detailliert und es hilft Tausenden von Menschen. Und die tun das natürlich kund, indem sie ihre Kommentare unter das Video schreiben. Und dass das natürlich dann manchen merkwürdig vorkommt, das kann ich mir schon vorstellen. Nun aber, der Erfolg gibt dir anscheinend recht, dass das so funktioniert. Ich liebe diese Erfolgsdenke, die du hast. Das ist sehr, sehr toll. Ich wünsche mir, dass es mehr Menschen gibt, die ein System entwickeln, mit dem sie anderen Menschen helfen können. Das finde ich klasse. Das finde ich sehr, sehr stark. Und dass du sagst, also es gibt Menschen im Rentenalter, absolut, die als Ergebnis was erreicht haben, also Gitarre lernen können, aber was bedeutet dann Gitarre lernen in Jambam? Zum Beispiel ein Teilnehmer, mit dem ich persönlich, also einige betreue ich persönlich, also man kann auch mich anfordern im Support immer sozusagen. Noch? Immer noch, ich kann natürlich nicht alle persönlich betreuen, das ist vollkommen ausgeschlossen, aber einige betreue ich persönlich. Super. Und das ist mir auch wichtig, dass ich den Kontakt behalte und so weiß, was bei den Leuten eigentlich, wo die Probleme liegen, wo die Hilfe brauchen. Und da gibt es zum Beispiel jemanden, der spielt mit seiner Tochter zusammen Gitarre. Schön. Ja. Und die hat eben Gitarrenunterricht gehabt in der Musikschule. Ja. Und er wollte dann eben zusammen mit ihr spielen und relativ schnell natürlich das lernen. Und das hat er geschafft. Das hat irgendwie, glaube ich, 3-4 Wochen gedauert. Ja. Und er konnte sie dann begleiten und sie konnte Melodie spielen und andersrum. Und die haben richtig Spaß zusammen.
Dann, das gibt immer so, ich habe zu Weihnachten, haben wir ja auch schon mal einmal so ein Weihnachtslied zum Beispiel beigebracht. Ja, ja, genau. Leute gerne zu Geburtstagen gibt es bestimmte Sachen. Und da kommt jetzt auch gerade ein Liedertraining raus für Jambam. Okay. Und das Ergebnis wird sein, dass wer den Kurs durchgemacht hat, der hat im Prinzip eine Methode an der Hand, mit der, ich nenne das respektabel, Gitarre spielen kann. Das heißt, er weiß, wie man sich selbstständig jedes beliebige Lied im Prinzip schnell aneignet. Mhm. Und also auch, dass er Respekt bekommt von Leuten, die das zuhören und nicht nur ein Abwinken und ein müdes Lächeln vielleicht noch. Ja, ja. Das, also die sollen natürlich aus, weil es schön ist, zuhören, nicht aus Mitleid. Ja. Das ist natürlich wichtig, wenn man Gitarre spielt. Und das Ergebnis ist nach dieser Zeit, nach dem Grundkurs, dass man dann wirklich sich schnell Lieder beibringen kann und diese Methode gelernt hat. Ganz wichtig, ein Punkt beim Gitarrelernen ist, wie du wahrscheinlich bestätigen kannst, dass man nicht nur die Methoden kennt, sondern die auch anwendet, damit die wirklich zur Fähigkeit werden. Mhm. Kennen und können sind da zwei Paar Dinge. Stiefel oft, ja. Theoretisch sind einige sehr gut, aber die Praxis ist eben auch wichtig. Ja. Und damit man da nicht, oder damit die Teilnehmer nicht alleine sitzen und das üben müssen, sondern dass hier wirklich jemand sie an der Hand nimmt und zum Ziel führt, habe ich ein sehr umfangreiches Liedertraining entwickelt, was von im Prinzip null oder von ein paar Liedern, die man in dem Grundlagenkurs macht, dazu führt, dass man 45 Minuten, 60 Minuten wirklich ein Lagerfeuer komplett unterhalten kann oder auch im Kreis von Familie, Freunden spielen kann, zu jeder Gelegenheit was hat, zum Geburtstag, Weihnachten, was auch immer, Liebeslieder, Songs, die zum Lagerfeuer, zur Grillparty passen, zum Zelten, was auch immer, es ist was dabei. Das heißt, deine Teilnehmer machen zuerst die Grundausbildung, in der sie die Basics lernen. Genau, dabei lernen sie Lieder natürlich. Dabei lernen sie Lieder und anschließend können sie die Basics weiter vertiefen, indem sie ein Liedertraining machen und weitere Lieder folgen. Genau. Und das geht wie lange? Was ist da der, das der geht, Plan, so lange sie wollen? Oder ist das geht, also geplant ist es, so lange sie wollen. Wenn sie weiter wollen, dann helfe ich ihnen, mehr Lieder zu lernen. Super, super. Ja, das klingt also nach einem sehr... Das Ziel ist wirklich jemand vom absoluten Anfänger, also wirklich der weiß nicht, wie die Saiten heißen, der weiß nicht, welche Arten von Gitarren es gibt und so weiter, von absolutem Anfänger bis zu dem Punkt zu bringen, wo er wirklich, also eine Stunde lang im Prinzip sich hinsetzen kann und Gitarre spielen und möglichst auch mit einem Verständnis, dass er zu jemand, der singt zum Beispiel, begleiten kann. Und dass er, auch wenn dieser jetzt eine höhere oder tiefere Stimme hat, dann einfach sich darauf einstellen kann. Also wirklich flexibel zu werden auf dem Instrument. Super. Und dazu gehört natürlich auch, bestimmte Grundlagen zu lernen und sich auch austauschen zu können mit anderen Musikern. Zum Beispiel, wenn einer dir E-Blues sagt, dann kannst du einfach sofort losspielen. Auch ist Improvisation zum Blues dabei. Und sehr, sehr gut. Einfach, es geht auch durch verschiedene Genres. Schön. Durch. Ja, du hattest mir im Vorfeld schon mal einen Zugriff gewährt, dass ich dann mir mal diese Lektion anschauen kann und ich habe sie mal grob überflogen und werde mit dir später nochmal zusammen in seinen Mitgliederbereich reinschauen und die Videos schon mal heimlich vorspielen. wenn ich darf. Jedenfalls ist es so, dass ich festgestellt habe, dass du so tief ins Detail gehst, ja. Also ich habe wirklich sprichwörtlich die Rillen an den Seiten erklärt bekommen, ja. Also wirklich jedes einzelne Detail erklärt bekommen, was mich sehr am Anfang erst so ein bisschen gewundert hatte, weil ich ja auch selber die ganzen Bücher und DVDs kenne und da ist es eben oft so, okay, wir stimmen unsere Gitarre durch und jetzt zeige ich dir dein erstes Lick. Und der Schüler sitzt da und fragt sich, was ist Stimmen, was ist Lick und wie soll ich das zusammen machen? Ja? Und da ist mir in deinem Kurs sehr positiv aufgefallen, dass du scheinbar die Gabe hast, Menschen das so detailliert zu erklären, dass sie wirklich die Schritte alle begreifen können. Das ist auch der Unterschied zu meinem kostenlosen Kurs, den ich festgestellt habe. Ich zeige einen Akkord nach dem anderen und zeige, welche Schlagmuster verwendet werden können und diese Dinge. Du gehst an der Stelle rein und erklärst, mit welchem Finger der Akkord gegriffen werden muss und warum das so ist. Und wie damit die Fingerstellung ist, wie die Fingerstellung ist und warum das so ist, damit ich dann gemütlich auf den nächsten Griff kommen kann. Ja? Und dann sind dazu noch die Noten erklärt. Weil das Ziel ist wirklich,
das sind eigentlich Dinge, die, das ist super, die herkömmlich in DVDs, in Büchern und so weiter, weil ich kenne das vom Lernen, das kommt da zu kurz. Das kann man normalerweise nur bekommen, wenn man wirklich Gitarrenunterricht nimmt. Und das sind auch Dinge, die man als Anfänger braucht. Die braucht man einfach als absoluter Anfänger. Der Kurs wendet sich nicht an Leute, die schon Gitarre spielen können und jetzt auf die Bühne wollen oder so. Ja, ja. Das ist nicht, für die Leute ist der Kurs nicht das Richtige. Der Kurs ist das Richtige für Leute, die gerade anfangen und so schnell wie möglich an den Punkt kommen wollen, wo sie wirklich selber weiterkommen. Ja. Oder dann einen Folgekurs, der sehr intensiv ist und zum Beispiel auch auf die Bühne vorbereitet, wie dein Kurs. Ja. Der ist ja wirklich, das wäre dann was anderes. Ja, ja. So einen Kurs eben brauchen. Die sich darauf vorbereiten wollen, dafür ist, oder die das parallel machen wollen, um so einen Überblick zu bekommen über das Thema Gitarre spielen und wirklich die Technik im Detail haben wollen. Also auffällig ist auch, dass du sehr nah reinzoomst, wenn es dann um eine Spieltechnik geht, und um das Hammer-On, das ist mir sehr, sehr stark aufgefallen, dass du dann, wenn es um die Spieltechnik geht, so dicht reingehst und so detailliert erklärst, wie das tatsächlich zu machen geht. Und dann auch eben dazu noch erklärst, welche Note mit im Hintergrund läuft und warum das funktioniert. Und das ist, denke ich, auch der Vorteil, den es gibt in David seinem Gitarrenkurs. Weil David ja nicht kein studierter Gitarrenlehrer in dem Sinne ist, sondern wirklich die harte Schule des Gitarrespielens selber gemacht hat. Und da sehe ich eben diesen klaren Vorteil bei ganz vielen Gitarrenlehrern, gerade jene, die sagen, sie haben studiert an der Musikhochschule sowieso und bei Professor Namenlos, die von so vielen Dingen ausgehen, als wenn sie selbstverständlich wären. Die sagen, hier ist die C-Dur-Tonleiter, bitte spiele die C-Dur-Tonleiter genau so. Spiel sie fünfmal. Spiel sie fünfmal so, wie ich sie dir vorspiele. Ganz klassisch. Ja? So, und das ist leider für viele Musiklehrer so selbstverständlich, dass man schon bestimmte Sachen ja können muss und es ja fast eine Frechheit ist, eine Empörtheit macht sich breit, dass du als Schüler das nicht begriffen hast oder das nicht schon längst weißt, vielleicht aus der Schule oder aus Büchern, die du dir noch in deiner Freizeit durchgelesen hast. Ich glaube gar nicht, ich glaube nicht, dass das böswillig ist oder unwissend. Ich glaube, dass das daher kommt, dass viele der Gitarrenlehrer oder viele Profimusiker, die so den klassischen Weg gehen und die dann an der Musikschule enden, ist vielleicht ein bisschen klingt negativ, aber die sozusagen dann nicht die Gitarrenkarriere machen, die sie eigentlich gerne gemacht hätten, dass viele dieser Menschen wirklich als Kinder anfangen. Ja, und für die ist das selbstverständlich. Ja, die wissen gar nicht mehr, wie sie es gelernt haben. Es ist zu lange her. Die haben sich das nicht selbst beigebracht. Die haben das von einem Lehrer gelernt. Ja, genau. Die haben das als Kind gelernt. Die haben da ganz verschwommen oder gar keine Erinnerung dran. Und die lernen das so, wie man halt laufen lernt. Ja, ja. In dem Kurs, weil ich eben selbst mir das auch beigebracht habe, ist eben das so gemacht, dass Leute, die das nicht als Kind gelernt haben, für die das vielleicht ein Kindheitstraum war, dass die damit zurechtkommen und das Schritt für Schritt erklärt bekommen. Und dazu gehört, dass man, damit die nicht an so Punkte kommen, wo sie nicht weiterkommen, was sehr frustrierend ist und sein kann, oder sich Techniken falsch anlernen und dann nachher doppelt so schwer korrigieren müssen, damit das nicht passiert, ist es wirklich so, dass keine Frage offen bleibt und dass man es kann einfach keine Missverständnisse geben in dem Kurs. Sehr geil. Und wenn welche auftreten, dann sehe ich das an den Fragen und dann werden die behoben. So lange, bis die nicht mehr auftreten. Inzwischen gibt es diesen Kurs seit einer ganzen Weile und es gibt tausende von E-Mails, sodass ich denke, dass im Prinzip alle Fragen behoben sind, die man in dem ersten Anfänger- bis Basic-Schritt haben kann. Lieber David, ich danke dir herzlich, dass du heute da warst und diese tiefen Einblicke in diese wahnsinnig spannende Geschichte uns gegeben hast. Und auch ganz herzlichen Dank nochmal für diese kostenlosen Lektionen, die du meinen Schülern eben bereitgestellt hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich finde das eine großartige Leistung. Auch die Qualität ist absolut top. Und das liebe ich. Solche Menschen wie dich müsste es mehr geben. Und ich freue mich, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Komm gut nach Hause, nach Berlin. Ja, ihr Lieben, nachdem wir jetzt David kennengelernt haben und einige Details über den Jam-Bam-Gitarrenkurs erfahren haben, möchte ich dir gerne mal zeigen, wie es tatsächlich dann bei David aussieht im Kurs. Und dazu gehe ich auf die Adresse www.jambam-gitarrenkurs.de
Und den Link zeige ich dir auch gerne nochmal unter dem Video. Und werde hier schon gitarristenfreundlich begrüßt mit meinem Login-Fenster, in dem ich meinen Vornamen eingebe. Es geht sehr, sehr einfach als erstes und dann anschließend ein kurzes Passwort. Und dann geht es auch direkt auf Loslegen. Und dann sehen wir sofort den geschützten Mitgliederbereich, den wirklich nur die Kunden sehen, also die Kursteilnehmer, die den Jammer im Gitarrenkurs auch gebucht haben. Und was hier gleich sehr positiv auffällt, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Gitarrenkursen, es geht hier sehr, sehr übersichtlich zu. Also ein weißer Hintergrund, es gibt keine schnörkeligen Bilder, es gibt keine langen Einführungen, sondern ein kurzer Willkommensgruß. Und hier gibt es ein Video, in dem er dir erklärt, wie der ganze Mitgliederbereich aufgebaut ist und auch noch zusätzlich Gitarrentipps gibt, wie du möglichst schnell und möglichst einfach Gitarre online lernen kannst. Willkommen im Jambam Gitarrenkurs für Anfänger. Hier spricht er. Das hier ist das Schnellstart-Video. Du lernst. Als allererstes wende ich meine geheime Gitarrenlehrer-Prüfmethode an und die richtet sich, wenn ich Gitarrenkurse in die Hand bekomme, dann prüfe ich die Gitarrenkurse als allererstes nach Anfängertauglichkeit und was viele Gitarrenlehrer leider vermissen lassen, auch in größeren Gitarrenkursen, ist ein Video oder eine Anleitung, wie man die Gitarre richtig hält. Du wirst lachen, es ist selbstverständlich und ich habe es in meinem Kurs ja auch direkt als erste Lektion und so gehört sich das auch. Man muss als Anfänger die Gitarre richtig halten, lernen und das erklärt er dir hier in diesem Video sehr, sehr detailliert. Er zeigt dir, dass es eben zwei Haltungen gibt, erklärt er dir Vor- und Nachteile. Und das ist auch eine positive Eigenschaft, die ich so in dieser Form noch nicht kenne, dass ein Gitarrenlehrer dir die Wahlmöglichkeit lässt, die klassische Position zu wählen oder eben die gemütliche Lagerfeuerposition. Er erklärt dir beide, wie du sie machen musst. Und erklärt auch eben die Vor- und Nachteile. Und das ist in dieser Form wirklich einmalig, denn die meisten Gitarrenlehrer, die gehen eben auf eine Position ein, ignorieren die andere und du als Schüler weißt eben nicht, welche Position für dich die richtige ist. Und in diesem Video erklärt er, nachdem er kurz sich eingespielt hat, die Haltung, wie er sie verwendet. Das ist die Haltung, die du auch am Lagerfeuer benötigst. Und er geht auch noch auf die professionelle, klassische Haltung ein und er zeigt dir, wie du sitzen musst, wie du deinen Rücken machen musst, wie du die Armhaltung hast und so weiter. Geht nochmal kurz hier auf diese klassische Gitarrenlehrerhaltung ein und die eben durchaus ihre Vorteile hat und die du auch lernen solltest. Du solltest sie unbedingt richtig begreifen und richtig anwenden und deswegen erklärt er in der ersten Lektion gleich, wie die richtige Haltung funktioniert. Das finde ich vorbildlich, auch dass er hier die Handpositionen erklärt und die Akkorde, wie die Akkorde gespielt werden, wie man die Gitarre anschlagen soll, wie man den Gitarrenschlag richtig macht. Und er gibt dir gleich in der ersten Lektion noch seine Fokusmethode mit, nach der er eben sehr schnell das Gitarrespielen gelernt hat und die ihm witzigerweise ein studierter Orchestermusiker beigebracht hat und die wendet er seit Jahren erfolgreich an und eben alle seine Schüler auch, die auf Jambam Gitarre lernen. Ja, was hier positiv auffällt, die ersten vier Lektionen sind gleich für Anfänger zugänglich. Für die nächsten Lektionen wirst du erstmal die anderen Lektionen bearbeiten müssen und üben müssen. Aber es geht relativ einfach, weil er dir alles sehr, sehr Schritt für Schritt zeigt. Und du hast also in den ersten Wochen die Möglichkeit, in deinem Lerntempo zu lernen. Ja, und David bringt dir außerdem bei, wie du Rhythmus lesen und schreiben lernst. Und da kann ich dir aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, da haben die meisten Schüler ganz, ganz große Probleme mit. Auch fortgeschrittenere Gitarristen können nicht hier, wie er das im Video zeigt, mit dem Fuß mitzählen, während sie Gitarre spielen. Ich war selber überrascht, dass er innerhalb von 5 Minuten dir in einer Kürze und in einer Prägnanz seinen Fußschlag beibringt, mit dem er den Takt halten kann. Und das ist eben eine Methode mit dem Trick überhaupt, den er hier schon zur Einstimmung gibt, der sehr, sehr wertvoll ist und auf jeden Fall von jedem Anfänger beherrscht werden können sollte. 1, 2, und er zeigt ihm 3, 4. Genau wie du anfangen musst, also er erklärt an der Stelle, wie du mit dem Metronom zuerst spielst und dann gibt er dir vor, wie du mit dem Fuß den Takt hältst, um später dann mit der Gitarre zusammen
den Takt auch wirklich halten zu können. Und das ist sehr wichtig, denn wenn du kein gutes Rhythmusgefühl hast, dann ja, wird es sehr, sehr schwierig, einen ganzen Abend lang Zuhörer noch für deine Gitarrenshow zu finden. Du lernst hier schon in der Lektion 4 einen kompletten Song in einem sehr, sehr bekannten Lied, das er dir erstmal vorsingt und auf der Gitarre vorspielt, was schon wirklich richtig professionell klingt, das muss ich schon sagen. Und er hat dieses Lied so aufgebaut, dass es für dich einfach zu lernen geht und dass du nach meiner Einschätzung nach schon nach ein paar Tagen soweit sein wirst, wenn du richtig vorgehst und nach dieser Anleitung lernst, dieses Lied auch tatsächlich spielen kannst. Jetzt packen wir alles zusammen. Das Lied klingt etwa so. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ja, du lernst natürlich nicht nur den Anfang von dem Lied, sondern auch das komplette Lied spielen. Und es ist eben hier schon ein professioneller Rhythmus auf der rechten Hand drin. Also er hat dir bis zu der Lektion 4 schon gezeigt, wie du mit deiner rechten Hand so spielst, dass es professionell klingt. Und mit deiner linken Hand hat er dir Akkordwechsel beigebracht, die du nachher ohne Pause spielen können wirst. Denn er hat ein spezielles System entwickelt, wie du die Akkorde relativ einfach wechseln kannst. Und auch eben, und deswegen hat er eben vorher beigebracht, wie man mit dem Fuß den Takt hält, dass dann eben auch der Gesang mit dazukommen kann und ja, dass sich das eben rhythmisch anhört und nicht irgendwie ja, durcheinander geht. Das ist eben bei den meisten Anfängern hört sich dann der Gitarrenschlag so an wie der Rhythmus vom Gesang. Und das habe ich schon sehr, sehr oft gehört. Und das eben autark hinzukriegen, wie er das hier gerade vormacht, das ist eben die Kunst beim Gitarrespielen und die kriegt man nur hin, wenn man den Fuß mitklopft, also den Takt richtig halten kann. Und wenn man seine rechte Hand so ausgebildet hat, dass sie diesen Gitarrenschlag so spielen kann, wie er es hier vormacht. No sunshine when she's gone, and she's always gone too long, anytime she goes away. Ja, er spielt ihn einmal komplett vor und geht dann jetzt ins Detail rein. Und erklärt also da alle Details, wie du den Schlag machst, wie du die Akkordwechsel spielst, wie du es sogar schaffst, den Gesang mit der Gitarre zusammenzubringen. Ja, dann geht es weiter mit dem Barré-Spiel und ich weiß es aus meiner Erfahrung auch, dass die meisten Anfänger eben da ganz große Probleme haben, den Barré zu lernen. Und aus diesem Grund ist es eben gut, den Barré nicht gleich am Anfang zu lernen. Und es gibt Gitarrenlehrer, die tatsächlich ihren Schülern gleich am Anfang schon das Barré-Spiel beibringen und das ist sehr, sehr gefährlich, denn man kann sich da auch wirklich Verletzungen zuziehen, die später nicht mehr so leicht zu korrigieren sind. Und deswegen erklärt er eben extra genau, wie man das Barré-Spiel macht. Und ja, gerade auch an dem Akkord F-Dur, den du sehr häufig brauchst, um am Lagerfeuer richtig gut rüberzukommen und die meisten Songs flüssig spielen zu können, zeigt er dir hier auf seinem Griffbrett in seiner Nahaufnahme, wie das technisch funktioniert und erklärt im Detail, wenn ich immer so ein bisschen durchgehe in das Video. Und verkürzt und klingen alle einen halben Ton höher. Wenn du sie auf dem zweiten Bund herunterdrückst, klingen sie um einen ganzen Ton höher. Ja, also er geht genau drauf ein und sagt an der Stelle, wie du den Barré nachher verschieben kannst und was klanglich auch passiert. Also Ursache und Wirkungsprinzip, er erklärt, was muss ich tun, um das Ergebnis zu bekommen. Ja, ein kleines Detail fällt mir hier sogar auf, was mehr technischer Seite ist. Er sorgt hier sogar dafür, dass du die Videos nicht überspringen kannst, also dass du wirklich so lernen kannst, dass du nichts verpasst. Wenn ich jetzt hier versuche, nach hinten zu springen, dann könnte es ja sein, dass ich eine wichtige Erklärung an der Stelle verpasst habe und er sorgt eben dafür, dass du das alles komplett anschauen darfst, damit du wirklich alles begreifen kannst. Ja, und dann, wenn wir uns mal weiter anschauen, die Lektion 7, da geht es schon direkt in den 12-Takt-Blues. Was das ist, erklärt er dir auch in der Lektion und er geht sogar ja, ins Improvisieren schon, ins Jammen und das auf eine Art und Weise, wie du ja eben sehr einfach da einsteigen kannst, bis hin zum Solospiel für den Blues. Ja, ich weiß auch, dass sehr viele meiner Schüler gerne den Blues lernen wollen und deshalb hat er hier an der Stelle auch die Lektion 7 schon mit dem Blues ausgestattet, indem er dir erklärt zum Beispiel, was Akkorde mit der 7 drin sind, also die sogenannten Dominant-Sept-Akkorde, die man auf jeden Fall können muss, wenn man Blues spielen lernen möchte. Und was ich hier sehr schön finde, er hat es hier
die Lektion gesperrt, aus dem Grund, weil ich jetzt quasi als Kursteilnehmer noch nicht diese anderen Lektionen durchgemacht habe. Also wenn du hier wirklich Fortschritte gemacht hast, dann kommst du weiter, gehst in die Lektion 7, denn der Kurs baut Schritt für Schritt aufeinander auf und alles, was hier drankommt in der Lektion 7, setzt voraus, dass du die anderen Lektionen richtig sauber durchgearbeitet hast und auch wirklich super beherrschst. Und um auch wirklich sicher zu gehen, dass du die Lektion 7 schon einsteigen kannst, schickt er dir in den einzelnen Lektionen per E-Mail nochmal Prüfungsbögen zu, indem er dir einige Fragen zu den Lektionen stellt, die du beantworten kannst und natürlich auch Noten reinschreiben kannst und so weiter und ihm zuschicken kannst. Also das ist sehr, sehr professionell aufgebaut. Wenn du die Lektion 8 bestanden hast, dann hast du die wichtigsten Grundlagen des Gitarrenspiels komplett drauf. Das heißt, du wirst so weit sein, dass du dir aus dem Internet ein beliebiges Stück raussuchen kannst und einfach drauf losspielen kannst. Und das ist das, was die meisten wollen. David hatte eigentlich geplant, wie er schon gesagt hat, dass er diese 8 Lektionen sehr einfach und sehr kurz aufbaut, dass es wirklich gut funktioniert, dass man sehr schnell Gitarre lernen kann. Und das Feedback nach diesen 8 Lektionen hat ihn ziemlich überwältigt, sodass er irgendwann gesagt hat, gut, wir machen jetzt noch ein Leader-Training und dieses Leader-Training beginnt ganz automatisch, du musst da nichts mehr tun, nach der Lektion 8. Und dann lernst du eben die Songs, die du hier spielen können möchtest, mit den Akkorden und mit den ganzen Techniken und so weiter, lernst du in der Praxis anzuwenden. Und nichts ist wichtiger als die Praxis, die eigene Spielpraxis, das, was du hier lernst, auch wirklich anzuwenden. Und deshalb gibt es eben dann ein endloses Liedertraining, in dem du die ganzen bekannten Lieder lernen kannst, die du eben im Lagerfeuer brauchst oder auf einer Familienfeier oder auch mit deinen Kindern zusammen abends noch ein bisschen Gitarre spielen und ihnen wirklich was mitgeben für die Zukunft. Ja, du hast hier auf der rechten Seite auch nochmal alle Lektionen übersichtlich in einer Baumstruktur aufgelistet, damit du also jederzeit auch den Überblick haben kannst, was du als nächstes lernen wirst. Das ist auch ein Konzept, was ich sehr sinnvoll finde und in jeden professionellen Kurs gehört, dass man also wirklich schon weiß, okay, also in diese Richtung wird es gehen, Lektion 7, wird so und so aufgebaut sein. Und auch wenn du noch nicht zum Solospiel gehen kannst, weil du einfach noch die Lektionen noch nicht durchgearbeitet hast, hast du trotzdem schon mal die Möglichkeit, dir so ein Gesamtbild über den Kurs zu machen. Ja, das war also mein kritisches Profi-Auge auf den gesamten Jam-Bam-Gitarrenkurs. Und ich finde es eben sehr gut, dass er eben nicht nur auf ein paar Akkorde eingeht, sondern auch eben professionell die Theorie erklärt mit Noten und so weiter, was dazugehört. Und wenn du sagst, ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Jam-Bam-Gitarrenkurs mein Weg ist, dann schau einfach mal auf www.jambam-gitarrenkurs.de vorbei und teste den Jam-Bam-Kurs auf jeden Fall aus. Ja, wenn du tatsächlich noch ganz am Anfang stehst und weder von Noten noch den Akkorden, Gitarre Ahnung hast oder auch schon ein bisschen länger spielst, aber noch immer dieses Gefühl in dir hast, dass du ja noch nicht wirklich Fortschritte gemacht hast, dann kann ich dir David mit seinem Kurs auf jeden Fall sehr, sehr wärmstens empfehlen. Es handelt sich wirklich um ein bewährtes System, Gitarre zu lernen. Und ich habe es selber unter die Lupe genommen und gesagt, dieses System ist genial zum Gitarre lernen. Und es kann wirklich dir eine Menge Zeit und wirklich auch eine Menge Frust beim Üben ersparen. Und es ist auf jeden Fall gut, je nachdem, wie viel Zeit du noch vor dir hast, Gitarre zu lernen, da die Abkürzung zu suchen und wirklich den direktesten Weg zum Erfolg zu gehen. Wenn du noch ganz am Anfang stehst oder vielleicht das Gefühl hast, du bist wirklich noch blutiger Anfänger und könntest eine wirklich seriöse Grundausbildung auf der Gitarre brauchen, dann kann ich dir diesen Weg sehr empfehlen, über den Jam-Bam-Gitarrenkurs zu gehen, den schon Tausende vor dir gegangen sind und auch mit Erfolg bestanden haben. Ja, dann kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, diesen Kurs einmal zu testen, denn er bietet diese unschlagbare Garantie an, 30 Tage reinschauen zu können. Und solltest du wieder erwarten, möglicherweise doch nicht den Erfolg haben, den er dir versprochen hat, ja, dann kannst du ihm eine Mail schreiben und sagen, David, gib mir mein Geld zurück und du bist aus der Sache raus. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Angebot, was ich sehr, sehr fair finde, denn ich kenne keinen privaten Gitarrenlehrer, der dir das Geld seiner Stunde wieder zurückerstattet, wenn dir die Stunde nicht gefallen hat. Und deshalb an der Stelle von mir die Empfehlung, wirklich
dich, einfach auf seine Seite zu gehen, jambamgitarrenkurs.de, und einfach den direktesten Weg in den Gitarrenerfolg zu wählen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit, und in den nächsten Tagen wirst du wieder von mir einige spannende Gitarrenlektionen bekommen. Ich freue mich schon sehr darauf und eine geile Gitarrenzeit. Dein Georg Norberg. Tschüss.